Yo, Peace, Leute, und willkommen zum zweiten Part von Child of Light. Wir haben erstmal einen Fertigkeitenpunkt, den wir natürlich erstmal reinstecken, und zwar in die Stärkeaufwertung, würde ich sagen. Ein bisschen mehr Damage machen ist sicherlich nie verkehrt. Und ja, hier sind wir. Wir können jetzt fliegen. Was soll ich nur machen? Hi. Verzeiht. Kleine Dame, sahst du der lustigen Ballonsgewimmel? Einhörner, die auf den Bällen balancieren? Oder Zelte, die zu den Sternen sich strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach, geh. Das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, meinen Traum zu leben bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in der Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akt entzwei. Wollte eine Karriere als Einzelgänger. Ließ Rubella zurück. Mich, Lemurias geistreichste Stimme. Tut mir auch leid, wenn ich keine Frauenstimme nachmachen kann, ne? Also, mir ist schon klar, dass das eine Dame ist, aber ich spreche sie halt wie ein Typen. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder und retten unsere doppelte Nummer. Akt. Wisse, dieser Weg, er ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist und komme schon klar mit diesem Quark. Wow. Quark ist so ein Wort, was man, glaube ich, nie in Gedichten verwenden sollte. Mist. Er ist richtig piss. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, jetzt haben wir also einen Begleiter dabei, bei dem wir auch erstmal Fertigkeitenpunkte reinstecken können. So, was kann die denn dann verteidigen? Kann sie auch? Heilung. Okay, also die ist eine Heilerin. Überrumpelung. Okay, wenn die dann soll die auch eine Heilerin sein. Dann gehe ich hier unten, scheint ja so das Heilen so zu sein. Vor allem. Dann Schutz vor Leid, Leben erhöhen. Dann gehen wir hier erstmal voll drauf, dass wir hier so ein bisschen, dann können wir hier die Heilung noch ein bisschen höher machen und so. Dann ist die unser Healer. Sagen wir es mal so. Okay, eigentlich wollte ich nach... Oh, da können wir auch rein, in ihr Häuslein wahrscheinlich. Verschlossen, schade. Ich möchte gern da hinten. Das macht mich nicht verdrossen. Da hinten auf dem... Hier, was ist das? MP-Sternenstaub. Okay, da können wir wahrscheinlich unsere MP aufladen. Überraschungsschlag hier. So, hier ist sie jetzt, unsere Rubella. So, wir machen erstmal ein schönes Sternenlicht auf dich, würde ich sagen. Ja, auf dich. So, und bam, dann dürfte die One-Hit down sein. Alter, 58 hier. So, heilen müssen wir jetzt noch nicht. Natürlich sollten wir mit ihr auch ein bisschen, dass er auch schon was kann. So, sie kann mit Überrumpelung auf ihn gehen. Wie viel Schaden macht das? 16, das ist, ja, das ist okay. So, jetzt kann er immer attackieren. Ein Wachstumsschub. Okay, ist, er bufft sich, Tempo erhöht. Okay, dann sollten wir ihn mal kurz hier. So, nochmal Sternlicht auf den Geist und Überrumpelung auf ihn. Vielleicht ist er jetzt, ah, schade, ich gehe nochmal kurz hier, ihn den Geist verlangen, ja, ihn, den Geist, ja, verlangsamen, damit er jetzt down geht, ohne uns attackieren zu können. So, dann versuche ich ihn noch ein bisschen zu verlangsamen. Er darf aber trotzdem natürlich angreifen, leider. So, aber jetzt nochmal eine Überrumpelung hier drauf. Und er ist tot. Dieses eklige Monster. Guck mal, sie ist auch schon Level 8 hier, die Rubella, ey. Die übertrumpft mich ja. Welch ein bombiges Abenteuer. Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine leuchtende Karriere mich erwartet, würde ich bei euch stehen. Bleiben? Tut mir leid, Kamerad, ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum bezirzen. Meinst du vielleicht betören?
Ja, die will nicht reimen. Ich finde es auch wirklich asozial, dass sie nicht reimen will. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er einst als eine Art Zeichen. Okay, wir sollen natürlich nach links weiterfliegen, aber ich sammle hier die... Huch, hör auf jetzt damit, ich so... Ach, das bewegt sich jetzt dauerhaft. Okay, ja, dann sammle ich sie halt einfach so ein. Oh, fuck, dich habe ich nicht gesehen, scheiße. Ja, da wurde ich wirklich hereingeht, da wurde ich richtig geprankt. Ich halte den Geist auf, okay. Überrumpelung auf die Spinne. Aua. Oh, sie wurde unterbrochen. Okay, jetzt können die natürlich fett attackieren. Hier ist natürlich nicht so gut. Kann Rubella sich auch selbst heilen? Das frage ich nicht gerade so. Erstmal Sternenlicht auf den Geist da unten. Sie kann sich auch selber heilen. Dann macht es doch gleich auch mal. Grausige Klage. Au, oh, das hat sie mich natürlich hier unterbrochen. So, dann ist sie nämlich schon mal voll. Das ist doch gut. So, jetzt aber Sternenlicht. Wobei, der Geist braucht noch ewig. Da gehe ich lieber auf den Gargoyle da oben. Oh, Alter. Noch nein, ey. Okay, jetzt auf der Gargoyle nochmal. So, hier wird aber niemand mehr unterbrochen. Du heilst nochmal. Und zwar diesmal unsere Aurora. Und jetzt kannst du mit einem Sternenlicht auf den Geist. Dann kümmern wir uns um die Spinne. So, Aurora ist wieder voll, denn der Geist dürfte jetzt down gehen im Normalfall. Yep, wunderbar. So, der Gargoyle wird jetzt nochmal attackieren. Berumpelung auf den Gargoyle, doch. Fuck, ich habe gedacht, vielleicht könnten wir ihn unterbrechen. Leider Gottes war sie erst danach dran. Jetzt darf das Vieh nochmal. Okay, ich habe keine Wünsche mehr. Muss mir schnell etwas Energie holen. So, und dann nochmal Sternenlicht, diesmal auf den Gargoyle, dass der dann komplett weg ist, denke ich mal. Das sollte ihn auf jeden Fall vernichten. Sehr gut, 19 Schaden. So, Überrumpelung. Hier drauf. Zack. So, noch ist er nicht down. Leute, sieh die Spinne. Ich denke mal, ein Hieb wird reichen, oder? Aber wir fliegen langsam noch weiter. Zack. Reicht nicht, aber jetzt kommt ja Überrumpelung. Reicht tatsächlich. Reicht, ich wollte sagen, reicht nicht, aber hat gereicht. Stufenanstieg für beide, sehr gut. So, Leben von beiden erhöht. Und ein Feenektar. Oh. Neue Fertigkeit, Pückte. Okay, vielleicht benutze ich so gut wie nie und glaube, ich werde die auch nicht wirklich benutzen. Wir machen die Magieresistenz mal hoch. Sie hat jetzt auch noch was. Da würden wir das Leben erhöhen. Wir gehen mal die Stärke hier ein bisschen hoch, dass sie mir jetzt ein bisschen mehr Damage macht. Oh, Wiederbelebung. Das ist natürlich cool. Das ist okay, das ist natürlich cool. Wenn dann mal Aurora sterben sollte. Schöne Spinnennetze hier. Ah, das war das Zuhause von Rubella. Okay, wir fliegen mal hier über die Bäume hinweg. Über den grausamen Wald. So, die bewegen sich nicht die ganze Zeit. Das kann mir hier schön alles holen. Okay, also ich muss auf jeden Fall nach links. Ich weiß aber nicht, was ist hier oben? Was ist hier oben? Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Okay, hier ist nicht verschlossen. Oh, hier gibt es eine schöne Truhe. Mit zwei Heiltoniken. Das ist die Mehrzahl von Tonikum. Toniken würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen, aber kann auch gut falsch sein. Diese Tür hier ist allerdings verschlossen. Schade. Das macht mich nicht verdrossen. Ja, das weiß ich, dass ich das nicht verdrossen mache. Das hast du nämlich schon mal gesagt, ne? Musst dich nicht wiederholen, Junge. Fass dich aus. Links zum Altar von Mathildis. Da will ich auch hin. Rechts zum alten Kloster. Oben ist nochmal so eine Truhe. Guck mal, da hinten. Da sind so ein paar Fliegemonster. Werden wir vielleicht später noch irgendwann hinkommen. Weiß ich nicht. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Okay, hier oben ist nochmal eine Truhe und ein Haus. Noch ein Zaubertrank. Können wir hier rein oder ist verschlossen? Ist leider verschlossen. Schade. Das sieht auch aus. Auch verschlossen. Ja, das ist das. Wie ich habe verstanden, dass ich das nicht verdrossen mache. So, den Geist können wir schnell von hinten attackieren. Schöner Überraschungsschlag. Jetzt inzwischen sind es auch immer drei Gegner. Überrumpelung auf. Ja, den verlangsame ich. So, jetzt darf Aurora. Wird ein Sternlicht auf den Geist absenden, weil der sollte dann sterben. Und dann hoffen wir, dass Rubella noch vor den dran kommt, um vielleicht einen von ihnen genau zu unterbrechen. Sehr gut. Stuff.
Bist du einmal? Okay, der erhöht sein Tempo, glaube ich. Ja, heißt, wir sollten jetzt auf ihn gehen. Er bin Wachstumsschub, ist auch Tempo, ja. Okay, dann schnell mal Sternlicht auf ihn hier. Und Überrumpelung auf ihn. So, er ist down, sehr gut. Funktioniert doch alles super. Sternlicht, dann sollte das Vieh auch down sein, hoffentlich. Tatsächlich nicht, nein, aber unterbrochen. Jetzt muss man natürlich noch verlangsamen. Und dann nochmal eine Überrumpelung drauf. Vielleicht reicht das ja. Immer noch nicht, hier, das hält aber aus. Dann nochmal ein Hieb hier, das sollte aber dann reichen. Zack. Sehr gut. 480 RP. Rubella hat nochmal einen Stufenaufstieg. Dann werden wir jetzt gleich mal die Wiederbelebung skillen. So, sehr gut. Dann haben wir das nämlich. Gut, ich gehe mal hier unten entlang. Oh Gott, was ist das jetzt? Ist das, das sieht aus? Ja, Dornenbaum. Da sollten wir ja hin, ne? Ja, okay, ich krieg davon Schaden. Ich wollte es nur ausprobieren. Okay, was ist das? Stärke Sternstaub. Ich muss mir hier auch mal... Permanent! Ah, das ist ja geil. Aber ich kann nur auf einen. Ja, dann auf sie. Ja, sie ist ja die... Sie attackiert. Und die MP, die mache ich auch auf Aurora. Und auch auf Aurora. Kriegt alles Aurora hier. Ein Geschenk, wozu ist sie gut? Und das ist eine Quest... Also, ja, eine Quest, eine kleine. Okay, Ignitius Ding wieder her. 50% LP und... Oh, das ist gut. MP, 100% Leben und 50% Leben. Okay, haben wir das... uns mal kurz angeguckt. Hier sollten wir wirklich vorsichtig sein, dass wir hier nicht in diese Dornen rasen. Oh, da ist ein Hund. Oder etwas in der Art. Ich mache erstmal die Truhe auf. Und dann attackiere ich dich. Let's go, Alter. Schön Überraschungsschlag. Was? Keine Überraschung? Warum denn nicht? Verstehe ich jetzt nicht. So. Überrumpelung hier drauf. Sternlicht da drauf und dann den Geist zurückhalten, dass er nicht noch attackieren kann und mich unterbrechen kann. So, dann dürfte der Geist weg sein. Wunderbar. So, das, der Hund, ich nenne es einfach mal Hund, das Hund, ja genau, nenne es einfach mal Hund, kann jetzt attackieren, es sei denn, wir unterbrechen ihn, sehr gut. So, dann kannst du nochmal einen Hieb drauf machen. Geben wir mal kurz hier den Stuff. Oh, er ist leer. Sammeln wir es mal schnell auf. So, dann können wir ihn weiter verlangsamen, überrumpeln, hoffentlich unterbrechen, nein, oder töten. Töten ist auch okay, ne? Töten, ja. Also ich wollte ihn nur unterbrechen, ich wollte ihn nie töten. Ich wollte den Hund nie töten, wirklich nicht. Das war nicht mein... Was ist das denn? Ach so, ah, das hier sind wir hier mal ganz am Anfang. Ja, da haben wir das hier gemacht, da haben wir das Schwert herbekommen, okay. Hey, 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 hey. Zack, Junge, haha, geprankt. Okay, zwei von euch. Ja, gucken wir mal, wie viel das Sternlicht bei euch Schaden macht. Am besten mal auf dich, ja. Ich denke mal, die sind nicht dadurch verwundbar, so wie die Geister zum Beispiel. Aber 38 Schaden ist trotzdem gut. Okay, dann gehen wir nochmal mit Überrumpelung drauf. Dürfte vielleicht schon reichen. Mir fehlen echt Lebensanzeigen für die Gegner, muss ich sagen. So, dann nochmal ein Hieb hier drauf. Und auch nochmal überrumpeln. Fuck. Verlangsamt. Okay, sie wurde zurückgesetzt, beziehungsweise unterbrochen. Aber okay, er ist tot. Sehr gut. Wie Aurora ist verlangsamt. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber durch unseren Ingikikinkulus können wir ja auch hier den Hund verlangsamen. Wir benutzen Hiebe jetzt einfach mal. So. Dann darfst du nochmal, während ich mir hier ein bisschen Zeug hole, dass unser Glühwürmchen wieder aufgeladen ist. So, reicht leider noch nicht. Oh, ja, er wird nochmal attackieren, scheiße. Okay, wir sind wieder verlangsamt. Aber ich denke mal, noch eine Überrumpelung und einen Hieb und dann sollte es das gewesen sein. Oder sogar nur eine Überrumpelung. Reicht vollkommen aus. Sehr gut. Ein Stufenanstieg für unsere kleine Aurora. Die ein bisschen mehr Leben und Wiederbeleben gefunden. Okay, aber dafür haben wir eine Fertigkeit, braucht man gar nicht. Schaden erhöhen. Okay, das ist ein Buff. Das ist natürlich aber eigentlich ganz gut. Vor allem gegen, also, wobei es bringt eigentlich nur was gegen bei längeren Kämpfen, muss man ja sagen. Hm. Was gibt's denn hier so? Hier, ja, ist ja, hier ist halt die Sternlicht Aufwertung. Kostet dann auch mehr MP, aber ist natürlich trotzdem, was gibt's hier sonst noch so? Boah, auf alle? Ist ja super geil. Das ist ja super geil. Dann los, dann gehen wir hier. Das ist mein Ziel hier. Was gibt's danach? Ein paar Aufwertungen. Okay, okay, okay. Okay, 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 aber das, wenn das auf alle geht, ist ja richtig cool.
Das ist ja dann richtig, richtig cool. Hier waren wir auch noch nicht überall, ne? Soll ich mich ein bisschen besser umgucken? Wir verpassen bestimmt die ein oder andere Schatztruhe. Soll ich mal einsammeln? Hier unten. Oh, hier waren wir noch nicht. So, hol dir erstmal das hier. Was ist das? Verteidigungs. Ah, okay, da wird dann die Verteidigung permanent um 3 erhöht. Kriegt auch Aurora. Kriegt alles Aurora, ne? Weil sie ist hier die Protagonistin. Also kriegt sie auch alles. So, auf den Geist brauche ich mich gar nicht erst konzentrieren, weil der ist eh gleich weg. Tschüss. Und kaboom. Sehr gut. So, du kannst Überrumpelung. Sie sollte also, Aurora sage ich schon, Rubella sollte auf jeden Fall dann so schnell wie möglich auch einen zweiten Angriff erlernen oder Überrumpelung verstärken halt. So, nochmal beides hier drauf. Hier kurz alles nehmen. Noch ein Hieb hinterher und dann ist die Spinne hier erledigt. So, Rubella kriegt noch einen schönen Stufenanstieg. Wunderbar. Die hat richtig Leben. Die ist ein richtiger Tank-Healer, ne? Das ist gut. Wo ist denn hier, was gibt es denn hier so? Hier gibt's, okay, Konterheilung. Von 30% wenn die RP unter 3. Auch nicht schlecht. Das erhöht ja nur Leben. Schutz vor Leid. Oh, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hier gibt es nochmal eine Stärkeerhöhung. Hier können wir, hier ist Überrumpelung, wird hier erhöht. Dann werde ich hier mal ein bisschen reinskillen jetzt. Wir haben jetzt unsere Wiederbelebung. Das Heilen wurde auch schon ein bisschen erhöht. Natürlich gibt es hier dann nochmal eine Erhöhung. Da werden alle geheilt. Das ist sicherlich auch nicht schlecht, aber dann gehen wir erstmal hier ein bisschen ihre Stärke erhöhen und ihren normalen Angriff. Dass sie da auch ein bisschen Damage raushaut, ne? Muss sie auch. Sie ist zwar, wie gesagt, eine Healerin. Die Luft ist so mild, Herr Glühwurm, aber muss ja trotzdem Damage machen, ne? Igniculus? Aurora, wie groß ist eine Nadel? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht... Was? Wer wie ein Blatt ist, ganz klein. Du und ich, wir könnten Bäume sein. Sicher, das wäre fein. Oh, da war eine Spinne. Die kann ich jetzt auch attackieren, oder? Ja, klar. Was ist denn? Ja, war ein Überraschungsschlag. Okay. Also ich werde so ziemlich alles attackieren, was geht, ne? Das ist ja klar. Damit wir hier, ja, Überrumpelung auf die Spinne, ja. Aurora wird dann auf den Geist gehen und den mit einem Schlag ausschalten. Ich mag das Sternlicht, das ist super. Gerade eben für die Geister, die ja hier sehr oft auftauchen in diesem Gebiet. Ist das Sternlicht sicherlich super gut. So, dann nochmal eine Überrumpelung. Zack. Weiter schön verlangsamen. Jetzt kommt Aurora. Und dann noch sie hinterher. Schön ins Gesicht hier. So, schön noch die ganzen Boni hier holen, die ganzen Wünsche. Ruhe. Haha, wie die pranken kann, wie man einfach richtig pranken kann. Okay, Spinnen. Kann ich die Spinnen-One-Hit damit ausschalten? Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Funktioniert nicht, schade. Dann geh nochmal mit einer Überrumpelung drauf. Vielleicht. Ja, okay, das reicht. Das ist super. So, jetzt sollten wir ein bisschen auf die Spinne gehen. Ah, das könnte eng werden. Ich benutze einen Hieb auf den Hund. Und die Überrumpelung auf die Spinne. Ah, verdammt, ich hätte es andersrum machen sollen. Habe gedacht, dass die Spinne schneller fertig wäre, auch wenn ich sie verlangsame. Hieb auf die Spinne, um sie nochmal zurück zu... Also zu unterbrechen und dann, ja, nochmal eine Überrumpelung drauf. Sehr gut, das hat funktioniert. So, und die Spinne ist jetzt auch tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war mein Ziel, dass die jetzt down geht. Ah, der Hund wird vor uns drankommen. Auch wenn ich ihn verlangsame. Ja, scheiße. Damit wurde Aurora unterbrochen. So, zack. Aber jetzt brauche ich nicht mehr verlangsamen hier. Ein Hieb und dann sollte sich das Ganze hoffentlich gegessen haben. Ah, tatsächlich nicht. Dann nochmal eine Überrumpelung drauf, würde ich sagen. Hat sich vielleicht dann gegessen. Nein, immer noch nicht. Der hält aus. Ja, das gibt's hier gar nicht. So, noch ein Hieb. Sie könnte dann... Ich würde sie dann tatsächlich heilen lassen, wenn überhaupt noch irgendwas überlebt. Nein. Tut es nicht. Sehr gut. Noch ein Stufenanstieg für unsere Aurora. Das geht tatsächlich sehr, sehr oft. Ein Stufenanstieg. Entschuldigung. Hier, am Rumhusten gibt's ja gar nicht. Worauf wollte ich eigentlich gehen? Ah ja, hier, damit das Sternlicht auf alle ist. Genau. Genau, das war ja... das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber dann können wir immerhin unseren Igniculus aufladen. Ich hoffe, man spricht den so aus. Oder bzw. ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Zumindest halbwegs. Ich möchte da runter. Kann ich da nicht einfach runter? Doch. So, ja, genau. Hier kam ich her. Oh, da ist nochmal ein Hund. Das sind jetzt auf jeden Fall neue Gegner hier. Den Hund, den habe ich davor auf jeden Fall noch nicht gesehen. Kurz mal blenden. Dann nach oben. Hey, na? Okay, nur eine Spinne und ein Hund. Das sollte kein Problem sein. Eine Überrumpelung auf den... Ja, dann kümmern wir uns erstmal um den Hund. Der hält ja auch ein bisschen mehr aus. So, dann nochmal ein Hieb hier rein. Jetzt nochmal ein bisschen den Hund verlangsamen, dass unsere Bella zuerst drankommt und ihn hoffentlich sehr gut unterbrechen kann. Jetzt werden beide attackieren können. Da kann ich nichts gegen machen. Ich gehe wenn dann auf den Hund. Ach, fuck, es war klar, dass ich unterbrochen werde. Betäubender Biss hinterher. Damit werden wir verlangsamt. Überrumpelung drauf. Der sollte jetzt aber eigentlich gleich tot sein. Sehr gut. Aurora ist zwar verlangsamt, aber das hilft nichts gegen ein Sternenlicht. Wird ihn zwar nicht one-hitten, aber trotzdem sehr gut Damage machen. Und dann kann sie einfach noch mit einer kleinen Überrumpelung drauf und dann sollte sich das Ganze schon erledigt haben eigentlich. Yep, wunderbar. So will ich das sehen. Kein Stufenaufstieg diesmal, aber noch ein Feenektar dazu. Oh, noch eine Spinne. Oh, verdammt. So, gib mir erstmal die Schatztruhe, ein Heiltonikum. Oh, das war da oben gerade. War da? Achso, das war nur ein Ast. So, jetzt zack. Schönen Überraschungsschlag nochmal. Okay, zwei von diesen insektenartigen Viechern. Und eine Spinne. Dann gehen wir... Wir könnten jetzt unseren Schaden erhöhen. Machen wir mal. Versuchen wir mal aus einfach. Wie viel das erhöht, buffen wir mal unseren Damage ein bisschen nach oben. Für vier Runden, also für vier Einsetzungen. Sie hat Schutz verleiht schon, aber nee. Ich gehe dann eher auf eine Überrumpelung auf ihn. Oh, schon down? Die halten ja nichts aus. Ich hätte auf die Spinne gehen sollen. Egal. Erstmal einen Hieb kriegst du dann rein, aber der wird uns wahrscheinlich zurücksetzen. Ah, nee. Sie, okay. Dann gehen wir hier nochmal mit einer Überrumpelung drauf. Dann sollte der nämlich down sein. Okay, die Spinne ist nicht down. Aber dieses insektenartige Vieh ist tot. So, und jetzt nochmal eine Überrumpelung und noch ein Hieb drauf. Und dann soll sich das geklärt haben, denke ich mal. Vor allem, da wir auch noch unseren Damage erhöht haben. Schon die Überrumpelung reicht komplett. Richtig geil. Nochmal einen schönen Stufenanstieg für unsere Rubella. Neue Fertigkeiten, Punkte. Und dann erhöhen wir unsere Stärke. Ein U und ein N hat da einfach nicht mehr hingepasst. Unmöglich. Unmöglich. So. Der Altar, ich kann ihn sehen. Die Dame sagte, wir müssen weitergehen. Ach, da unten ist der Hund. Ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendeinen Hund gehört. Wusste aber nicht. Zwei Hunde und eine Spinne. Das sind natürlich hier heftige Opponents. Da erhöhe ich, glaube ich, mein Damage hier. Komm. Oder sollen wir ihren erhöhen? Erhöhen wir ihren mal und gehen damit eine Überrumpelung auf die Spinne. Zack. So, Damage erhöhen. Schadensteigerung. Aua. Das macht aber Damage hier. 13 Damage. Aua. 11 Damage, okay. Hoffentlich kommt der Hund nicht mehr dran. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf ihn. Vielleicht wird er dann nochmal unterbrochen. Ja. Kann es sein, dass es immer unterbricht? Wenn sie eben in der Vorbereitungsphase sind. Es wirkt gerade so. Mit dem Hieb auch auf ihn, oder? Damit der. Vielleicht ist er dann ganz tot. Das wäre sehr schön. Ne, hat nicht gereicht. Scheiße. Na, jetzt werden sie attackieren können. Na, das ist blöd. Dass sie jetzt tatsächlich nochmal drankommt. Nochmal auf ihn. Ah, okay, man sieht es aber so ein bisschen an seiner. Wie er da steht. Er steht so richtig. Ja. Da und der Hund da unten war schon eher so, also, oh, dass er fast tot ist, sieht man dann daran. Aber trotzdem hätte ich keine Lebensanzeige von den Gegnern. Ja, doch auf die Spinne. Langsam war auch noch, oh, sie ist direkt tot. Okay. Dann Überrumpelung auf dich. So, 29 Schaden, das ist gut. Dann nochmal ein Hieb. Reicht hoffentlich. Nee, reicht nicht, aber das Unterbrechen hilft uns. Damit Rubella den entscheidenden Schlag ausführen kann. Da. Starkes Heiltonikum. So, hier irgendwo war dann der Altar. So, gib mir den ganzen Stuff hier.
Links zum Dornenbaum. Aber wir sind am Altar schon vorbei. Also geht's jetzt Richtung Dornenbaum. Oh. Hallo. Weib, hier kommst du nicht vorbei. Ein Schritt und ich haue dich zu Brei. Los, gib den Weg mir frei, sonst schlage ich dich in zwei. Alter, die ist aber aggressive hier, unsere kleine Aurora. Okay, jetzt haben wir so einen Fashion-Riesen. Alles klar. Sie erhöht erstmal den Damage von sich selbst. Yep. Und dann Überrumpelung. Erstmal die Kleinen ausschalten. Der Hund ist so weit vorne. Heißt, den halten wir noch ein bisschen auf. Oh, jetzt werden wir aber richtig auf die Fresse kriegen, ne? Gebell. Okay. Betäubender Biss. Verlangsamt. Okay, ich gehe jetzt auf den Riesen mit Aurora, damit er zurückgesetzt wird. So, da gehen wir. Zack. Sehr gut, das hat funktioniert. Okay, der Riese wäre immer noch als nächstes dran. Dann lassen wir den Riesen halt mal angreifen. Überrumpelung auf ihn, damit er vielleicht stirbt. Und dann er hat auch einen Hieb auf ihn. Okay, wir werden wieder verlangsamt. Ah, er ist immer noch nicht down, fuck. Das würde reichen. Sammelt Kraft. Okay. Der will jetzt auf die Fresse geben. Ich habe gedacht, das würde reichen. Deshalb habe ich den da unten nicht mit Aurora attackiert. Wir müssen uns mal hier kurz den Stuff holen. Okay, Überrumpelung nochmal auf den Hund. Der müsste dann eigentlich wirklich down sein. Ja, sehr gut. Jetzt kann der Hund natürlich attackieren. Da kann ich auch nichts mehr gegen machen. Also bleibe ich beim Riesen, beim Verlangsamen. Gebell. Okay, aber sehr gut. Er ist auf Rubella gegangen. Das ist gut, damit wir nicht zurückgesetzt werden. Bam, der Hund ist down. Okay. Vielleicht schafft es Rubella noch, schneller als er zu sein. Ja, aber wie knapp. Aber wie knapp. Gut. So, dann Hieb drauf. Zack, Junge. Mal eine Überrumpelung drauf. Bam, Junge, Alter. Oh, jetzt darf... Oh, jetzt kann der Riese aber angreifen. Uff. 22 Schaden, ja. Ich habe mir schon was gesagt, schon fast gedacht, dass das ein bisschen Damage macht. Wir gehen trotzdem noch mit dem Hieb drauf. Und heilen, heilen, heilen. Wen heilen wir? Sich selbst, weil ihr fehlt um einiges mehr. So, weiter verlangsamen. Sie heilt sich auch richtig. Ja, die heilt gut. Soll sie den Riesen aber wieder machen? Damit wir ihn wie unterbrechen können. Zack, sehr gut. Okay, guck mal, also es ist tatsächlich immer, wenn er in dieser Vorbereitungsphase ist, kann man ihn unterbrechen. Also es ist dann auch sinnvoll, diese eben in die Vorbereitungsphase... Oh Gott, außer ihr Angriff geht dann richtig schnell auf einmal. Ups. Ich habe gedacht, das würde eine Weile dauern, bis... also die Aufladezeit wäre ein bisschen länger, die Vorbereitungszeit. Oh, der hält aber aus hier, ne? Das ist ja unfassbar. Überrumpelung nochmal drauf. Unser Glühwürmchen ist auch so gut wie leer. Aber er sieht auch relativ gedamaged aus. Fuck! Das ist viel zu schnell, Alter. Oh Gott, jetzt wird's aber knapp. Ah, okay. Ah, er kann auch heilen. Okay. Heilung auf sie erstmal. Ich will nicht, dass unsere kleine Aurora down geht. Jetzt nochmal ein Hieb. Und... Er ist ausgewichen, der Wichser. Das glaubst du ja nicht. Okay, er sammelt Kraft. Das ist gut. So, Überrumpelung. Vielleicht geht er dadurch schon down. Das ist natürlich super. Ja, wunderbar. Tschüss, Riese. Das gibt EP, hey. 3100. Beide ein Stufenanstieg. Sehr schön. LP steht. Oh, cool. Da können wir unser Leben dauerhaft erhöhen. Der Dornenbaum, der Dame-Hinweis, ist hier. Nur noch hindurch gelangen müssen wir. Den Vortritt überlasse ich dir. Ja, du kleiner Schisser, ey. Wir gucken erstmal auf unsere Fertigkeiten und machen hier das Sternlicht auf jeden Fall, damit es ein bisschen stärker wird. Und ja, hier gehen wir ein bisschen weiter hier, damit die Überrumpelung dann eben ein bisschen stärker wird irgendwann. Und wir hatten eben noch genau unser Leben erhöht. Das machen wir auch bei Aurora, kriegt alles mit hier. Alles kriegt sie. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Child of Light. Im nächsten Part gehen wir dann zum Dornenbaum. Ich hoffe, euch hat diese Part hier gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Da dance Aurora ein bisschen ab. Peace up und haut da rein.